Ja, wohin geht's jetzt? Ach so, nach Kieferstädte. Genau, nach Polen. Zu den Kiefern. Ja, in die Einsamkeit. Wir sind dann um 6 losgefahren von München und sind jetzt in Salzburg beim Baumarkt, beim Bauhaus. Haben erstmal Ersatzwerkzeug kaufen müssen, um unsere frischen Reifen nachzuziehen. Hey, Fegen. Wir machen noch einmal eine kleine Zeitreise in den Sommer zurück. Nachdem das Mobile Home im August geliefert wurde, gab es noch einmal richtig viel Arbeit. Die Arbeit hatten aber nicht wir, sondern meine Eltern, Barbara und Paul. Während wir in München schon lange wieder gearbeitet haben, haben meine Eltern sich um alles rund ums Mobile Home gekümmert. Zuerst musste unser Grundstück wieder ans Wassernetz angeschlossen werden. Das Wasser muss am Ende natürlich auch irgendwo hin und dafür musste ein Graben zur Sickergrube gegraben werden. Dafür haben wir nochmal schweres Gerät kommen lassen und dann war die Arbeit auch an einem Nachmittag erledigt. Das ganze Abwasser landet dann am Ende in der Sickergrube. Die wird alle paar Monate entleert. Dazu kommt ein großer LKW mit einer Absauganlage und macht die Sickergrube leer. Vielleicht weiß der eine oder andere nicht, was eine Sickergrube ist. In der Sickergrube landet alles. Das Grauwasser, das Gelbwasser und das Braunwasser. Und wenn die Sickergrube dann voll ist, dann muss sie natürlich entleert werden. Denn es gibt keine Kanalisation in vielen, vielen Dörfern in Polen. Aktuelle Treppe mit Kippschutz. Also wir schauen, dass wir heute mal anfangen, eine Treppe für hier zu bauen, ein bisschen eine größere. Und heute kam schon der Installateur vom Wasser, läuft jetzt draußen. Und wir schauen jetzt, dass das Wasser auch drinnen dann läuft. Das ist dann ein Adapter schon mal wahrscheinlich für einen Schlauch, oder? Mhm. Müssen wir noch schauen, ob wir den Schlauch haben und das passende Endstück. Ja, jetzt gibt es doch nicht mehr. Ja. Gut. Na, anstrengend, ha? Ich bin ganz müde. Na, jetzt schauen wir mal, was das wird. Ja, cool. Dann sehen wir uns in ein paar Stunden wieder. Das Essen ist fertig und die Treppe ist fertig, oder? Das sind unsere Betonpoller, auf denen steht dann das Gerüst. Ja, das, also mit Querlatten wird das schon stehen. Passt. Na? Was denn? Ich
Erde aushebe. Wer wird vergraben? Niemand. Ja. Für ja, kleines Feuerchen. Ja. Okay. Ist okay. Frau ist langweilig. Ja. Muss sich ein bisschen austoben. Ja. Ja, hier so. Das habt ihr alles ausgehoben. Tja, schauen wir mal, was das wird. Eine Mini-Feuerstelle. Mal schauen, ob das zu klein ist. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, ne? Feuerholz. Was gibt's heute zu essen? Ich hoffe, es gibt heute Gulasch aus einem Feuertopf. Aus dem Feuertopf, den haben wir geholt, oder? Ja. Gut, was machst du? Ja, ich habe Hunger, wann wird's denn jetzt endlich fertig? Oh Gottes Willen, das dauert nur 5 Stunden. So, ein kleines Feuerchen brennt schon mal. Den Dutch Oven, den muss man eigentlich nur reinigen mit Wasser und dann einfetten mit Speiseöl. Also keinesfalls mit Spüli oder irgendwelchen Putzmitteln. Dann auch, wenn er mal benutzt wird, immer nur mit Wasser und ja, Öl, Fett. Na, wie läuft's? Schwere Geburt. Wie so eine Treppe. Was hast du alles falsch gemacht? Ich? Ja. Also wir haben falsch gemacht, dass wir von unten nach oben geschraubt haben. Also erst die unterste Etage, dann die nächste drauf und dann gemerkt haben, hä, irgendwie kommen wir jetzt zu der obersten gar nicht mehr hin. Du hast dann seitlich geschraubt, schräg geschraubt, dass man quasi da auch wieder hinkommt, wenn eigentlich der Platz schon belegt ist. Ja, und jetzt würde ich sagen, die letzten Züge. Ich kann ja keinen zeigen. Ich kann keinen zeigen. Konnte nicht das passieren. Es wird imprägniert. Mit so einer Lasur für draußen. Das ändert eigentlich von der Farbe her gar nichts. Das ist ja auch gut so. Nicht zu tief einatmen. Das stinkt doch gar nicht. Die Treppe lassen. So, also. Erster Gang. Ein Stück Rindfleisch gibt es noch und ja, alles, was man für so Kesselgulasch noch reinmacht, Kartoffeln, ein bisschen Rotwein. Genau. Das wird halt ein bisschen gröber. Ich muss gerade ein bisschen überlegen, wie man Temperatur reguliert, weil das ist wieder ein bisschen schwierig. Schaut doch schon mal ganz gut aus. Dampft jedenfalls. Steht ein bisschen schief auf. Extra scharfes Gewürz dabei. Boah, unser, was ist das? Scotch Bonnet. Ja, ja. Mhm. Für schönes kennt, Gulasch. Wer es kennt, der weiß, wie das reinhaut. Weil wir keine frischen Chilis dabei haben, sonst würden wir wahrscheinlich frische Chilis reinmachen.
Es ist halt eine andere Hitze. Eigentlich schaut es so sanft aus, also da blubbert nichts oder so, es dampft wahnsinnig. Mhm. Stunden später und es schaut echt schon mal sehr lecker aus. Jawohl. Dampft und köchelt. Stunden doch geköchelt. Rotwein-Gulasch. Mit Verschöpfung.